Willkommen zurück hier zu Pokémon Kolosseum. Für mich sind jetzt schon ein paar Wochen seit der letzten Aufnahme vergangen. Für euch wahrscheinlich nur ein Tag. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns hier weiter umsehen, sind hier in ja neue Gefilde. Eine Art Pokémon Geheimlabor, das wir jetzt endlich betreten konnten. Im letzten Part haben wir eine geheime Schlüsselkarte aufgetan. So, und die Schlüsselkarte brauchen wir hier. Haben wir die nicht? Ich hoffe, wir haben sie. Mal gucken. Schlüsselkarte, hier haben wir sie doch. Sehr gut. Benutzen wir mal direkt. Und die Türe öffnet sich. Jetzt hatte ich gerade schon ein bisschen Angst gehabt, aber alles gut. Wir können mal ganz kurz auf unser Pokémon-Team schauen. Ja, ich hätte vielleicht unser Pokémon-Team heilen können, weil Psyana ja ein bisschen angeschlagen ist, aber wir lassen es einfach mal. Wir lassen es einfach und werden jetzt mal hier vorstürmen. In auf jeden Fall ein neues Gebiet und bisher unerforschtes Gebiet. Wir dürfen gespannt sein. So, wohin des Weges? Also die Durchgänge hier, okay, lassen sich soweit öffnen. Schon mal gutes Signal. Alarm, Eindringling gesichtet. WTF? Kryptoknecht Garko. Möchte mit uns kämpfen, und zwar mit Griffel und Remoraid. Okay, Ampharos und Psyana, ihr regelt das Ganze. Hoffentlich. Und nichtsdestotrotz haben wir hier ein Krypto-Pokémon, und zwar Griffel, um genau zu sein. Dann würde ich mal sagen, ein Donnerblitz auf Griffel wird es wohl aushalten. Und ein Psystrahl auf Remoraid. Ich hoffe, der Psystrahl, der müsste eigentlich ausreichen. Und der reicht auch aus. Natürlich. So. Erfahrungspunkte zu uns. Und als nächstes ein Visenior. So, ich hoffe, jetzt wird... Oh, erstmal kommt die Kratzfurie. Natürlich. Und auf Psyana. Unser armes Psyana. Warum wird es immer angegriffen? Ich verstehe es einfach nicht. Natürlich auch gleich fünfmal. Wie soll es auch anders sein? Und Griffel ist besiegt, das gibt's gar nicht. Ich war mir sicher, dass es wenigstens den einen Treffer aushalten würde, aber anscheinend nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir es irgendwie hinbekommen, es noch vielleicht später zu fangen. Es ist wie gesagt nicht mal unser Ziel, alle möglichst zu fangen. Trotzdem, ja, versuche ich schon noch ab und zu welche auf jeden Fall zu fangen. In dem Fall hat es nicht geklappt, weil wir einfach zu stark waren, aber na gut. Oh, Visenio hat es überlebt. Beziehungsweise den einen Angriff hier noch überstanden irgendwie. Vom Mio genauso, das ist bitter. Jetzt hier erstmal einen Flammenwurf und auf wen? Natürlich Psyana, aber zum Glück nicht effektiv, nicht wirklich. Vom Mio setzt Regentanz an, ein. Und wahrscheinlich wird... Natürlich, Formeo kann jetzt sich verwandeln, und zwar in ein Wasser-Pokémon. Je nachdem, welche Veränderungen die Umwelt quasi nimmt. Ist aber für ihn gar nicht mal ganz so schlau, weil jetzt müssen wir jetzt effektiv sein normalerweise. Also sollte der Kampf hier auf jeden Fall locker gewonnen werden. Ist wie gesagt alles ein bisschen bitter mit dem Krypto-Pokémon, aber gut. Es ist halt wie es ist, nicht wahr? So, armes Formeo, tut mir leid. Süß auf jeden Fall. Aber am Ende unseren Angriff nicht gewachsen. Dass ich besiegt werde. Das ist ja furchtbar. Und doch war es vorherzusehen. Und er hat sich in Luft aufgelöst natürlich.
Wie soll es auch anders sein? So, trotzdem würde ich mal sagen, können wir mal ganz schnell einen Supertrank einsetzen. So, am besten mal direkt zwei, damit Psyana wieder tunlichst fit ist. So, und da geht's mal tiefer. In untere Gefilde. Mal sehen, was wir hier... Oh, hey da, im Labor müsst ihr Laborkittel tragen. Das ist Vorschrift, aber euch habe ich ja noch gar nicht gesehen. Seid ihr etwa Eindringlinge? Nein, also eigentlich gar nicht. Lieber Perim. Wir wurden ertappt. Magnetilo und Magneton. Ach, Herr Jemini. Ja, da würde ich beinahe schon sagen, sollten wir Amphoras wechseln. Das macht, glaube ich, nicht allzu viel Sinn. Hm, oder? Nee, nicht wirklich. Gut, Amphoras wird mal getauscht und dafür kommt... ich würde sagen, Entei. Und Psyana mit einem... mit einer Psychokinese am besten auf Magnetilo. Ich hoffe, das reicht. Es ist zwar nicht effektiv, aber... trotzdem eine starke Attacke wenigstens. Also bitte. Und es reicht sogar tatsächlich. Glück gehabt. So, was haben wir denn noch? Ein Elektroball. Oh, und Donner. Und trifft natürlich auch. Schade eigentlich. Weil die Genauigkeit ist, glaube ich, nur 75. Aber... na gut, war ja vorauszusehen. So, Feuersturm auf Magneton und... Psystrahl auf Elektroball. Das müsste im Normalfall ausreichen. Nö, natürlich nicht. Das ist jetzt bitter. Aber Feuersturm auf jeden Fall. Also das wäre sonst schon sehr verwirrend. Ist auch so. So, Finale natürlich. Jetzt besiegt er sich selber und fügt uns noch ziemlich viel Schaden zu. Das war schlau einerseits, um uns weh zu tun, aber aus seiner Sicht ziemlich dumm, weil so verliert er ja auf jeden Fall. Aber okay. Arme Psyana, die wird hier irgendwie andauernd gedamaged. Ja. Die reden ihre Sätze nicht zu Ende, die ganzen Leute hier, die ganzen Forscher. Ihr kommt viel zu spät, hier findet ihr gar nichts mehr. Da wäre ich mir nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir tauschen mal ganz schnell, und zwar... wenn wir mal Entei hier reinpacken und auch mal Suicune, unsere beiden legendären Pokémon, wollen wir hier an den Start schicken. Ist hoffentlich keine Fehlentscheidung. Werden wir sehen. Oh, du bist also Takero? Man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Das war jetzt überraschend. Forscher Daruli will uns hier Paroli bieten. Was für ein Wortspiel, nicht wahr? Magneton und Magnetilo wollen es hier wissen. Na gut. Da sind wir auf jeden Fall mit Suicune und mit Entei gut ausgerüstet, aber... wir können auch gut Schaden schlucken. Vor allem Suicune ist anfällig. Na, mal gucken. Surfer und Feuersturm auf Magneton. Das dürfte eigentlich schon ausreichen. So, erstmal Level Up für Suicune. Das ist sehr cool. Es ist ohnehin mal ganz cool, hier unsere beiden Legenderos hier wirklich so reinzuschmeißen und zu bewundern. So, ups, das war jetzt nicht so effektiv. Ja, jetzt aufpassen, Donner, und das trifft auch. Und mal sehen, auf wen, natürlich auf Suicune. Und Suicune ist auch jetzt schon ziemlich angenockt, deswegen, und sogar paralysiert. Natürlich auch paralysiert, wie soll es auch anders sein. So, auch ich würde mal sagen, nochmal Surfer und, na, Feuersturm mal auf Elektroball.
So, das wird auf jeden Fall reichen. Es sei denn, wir können wegen der Paralyse nicht angreifen. Dann wird's nochmal ein bisschen finsterer hier. Oh, Donner. Und es geht daneben zum Glück. Sonst wär's das gewesen für Suikun. Also ist wohl nicht so schlau, mit Suikun zu kämpfen, eben weil hier anscheinend fast nur Donner-Pokémon, beziehungsweise Donner- und Stahl-Pokémon eingesetzt werden. Aber vor allen Dingen hier, Donnerattacken sind nicht wirklich gut für uns. Du störst hier. Ja, du auch. So, immerhin, die geben uns gut Geld. Kann man nicht anders sagen. Das lohnt sich. Die Krypto-Pokémon, deren Herzen wir hier versiegelt haben, sind schon lange weg. Du kannst dich abstrampeln, wie du willst, aber unseren Krypto-Pokémon-Plan wirst du nicht vereiteln. Das werden wir erstmal sehen hier. So, erstmal haben wir hier irgendwas Blinkendes, und zwar den UG-Schlüssel, okay. Den werden wir hier wohl auch brauchen, gehen wir von aus. Die Frage ist gerade nur genau wo. Wahrscheinlich einen der anderen Durchgänge müssen wir dann wohl benutzen oder so. Na, mal gucken. Erstmal würde ich beinahe behaupten, müssen wir mal wieder hier ein paar Tränke benutzen. So. Alles klar. Haben wir noch einen Paralyseheiler? Sogar 6 Stück. Dann geht's unseren beiden hier wieder gut. Das freut mich sehr. Und dann können wir einmal weiter gucken, was wir hier noch so haben. Hier unten zum Beispiel. Okay. Da haben wir einen Durchgang auf jeden Fall und hier oben auch. Die Tür kann offenbar nur von der anderen Seite geöffnet werden. Da geht schon mal nicht weiter. Also haben wir einen einzigen Weg offen. Und dann gehen wir hier auch mal lang, würde ich sagen. Moment. Was bist du für einer? Diese Daten brauchen wir also nicht mehr? Was soll denn der Lärm? Wenn ihr euch nicht schnell bereit macht, dann wird Professor Culpa... Hä? Moment, ihr arbeitet doch gar nicht im Labor, oder? Doch. Lieber Karloff. Eigentlich schon, aber du merkst es halt nur nicht. So, Frieselblitz und Magnetilo. Wir wollen kämpfen. Gut. Ja, Problem jetzt ist nur, Entei hat kaum noch Feuerattacken übrig. Aber mal gucken. Ich würde mal sagen, Aurora-Strahl auf Frieselblitz und nochmal ein Feuersturm auf Magnetilo. Sogar ein Volltreffer. Das ist auf jeden Fall schmerzhaft. Und als nächstes noch ein Lampi. Das ist vom Typ her Wasser und Elektro, soweit ich weiß. Auf jeden Fall eine coole Mischung hier. Kann man nicht anders sagen. Oh, und Aurora Strahl reicht nicht aus. Ah, Schockwelle. Trifft wen? Natürlich wieder Suikun. Lass mich raten, wir werden paralysiert, oder? Nee, werden wir nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Gut. Gar nicht mal so einfach. Ich würde sagen, ein Surfer und ein Stampfer auf Lampi. Ich hoffe, das macht Schaden. Macht's auch. Relativ ordentlich. Allerdings wird der Surfer wohl nicht ausreichen für Lampi. Oh, doch. Weil es ein Volltreffer war. Zum Glück. Und Frisselblitz ist genauso besiegt. Das freut mich immer sehr. Wenn wir möglichst alle auf einmal hier besiegen können. Spart ungemein Zeit. Und Nerven. Tipps, Tipps. Was soll die Störung ausgerechnet während der Räumungsarbeiten? Wir haben doch gar nicht gestört, oder? Laut wollen wir auch nicht, also ich weiß nicht, was der hat. Naja, wenn ihr nicht schnell verschwindet, wird Professor Culpa euch zeigen, was Schmerz ist. Alles klar. Macht mir keine Angst, wenn ich ehrlich bin. So. Eine Tür zu öffnen, benötigst du den UG-Schlüssel. Ach, den haben wir doch schon. Den haben wir doch. Mal gleich benutzen hier und dann mal schauen. Was wir... Oh. Ihr dürft hier nicht einfach reinkommen.
Alles klar, liebe Lycosa. Wir will uns hier aufhalten, wie es aussieht. Mit Hondusta und mit Belanas. Ich glaube, da sind wir gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Mit unseren beiden Suicune und Entei. Da dürften wir eigentlich relativ gut Schaden machen. Und zwar Aurora-Strahl dürfte für Belanas. Nee, wobei. Machen wir anders. Surfer und einmal Feuersturm für Belanas. Problem nur, nach diesem Feuersturm hier haben wir keine AP mehr für, ja, halt eben Feuersturm, nicht wahr? Ist halt das Negative. Starker Feuerattack, aber haben wir nur 5-mal hier. Ich werde mich auf jeden Fall nach dem nächsten Kampf heilen gehen. Carnivana als nächstes. Und Hondusta ist besiegt, zum Glück. Hat gereicht. Zum One-Hit-KO. Carnivana dürfte eigentlich kaum Schaden nehmen, oder auch doch. So, Level Up für Entei. Und als nächstes noch ein Kramurks. Ah, ich vermute beinahe, natürlich. Es ist ein Krypto-Pokémon. Okay, dann würde ich mal sagen, ein Surfer. Ja, wobei, ist das zu viel? Wir gucken einfach mal, ich hoffe nicht. Aber ich weiß es auch nicht genau. Carnivana ist besiegt jedenfalls. Ja, und jetzt, ach verdammt, jetzt ist wahrscheinlich Surfer doch. Jetzt ist wahrscheinlich doch Surfer zu viel. Glaube ich. Nachtnebel auf Entei und das macht doch. Ja, zumindest so ein bisschen Schaden. Und jetzt bitte ich einfach mal, dass Surfer nicht ausreicht. Unsere Bitten werden erhört. Ich glaub's nicht. Okay. Dann mal ganz schnell, wo haben wir's denn? Hyperball, würde ich sagen. Und dann rufen wir Entei einfach. So, ich denke mal, das müsste ausreichen. Es sei denn, wir haben jetzt mega Pech beim Fangen. Kann natürlich auch sein. Ja, geht gut los, ne? Das ist mal bitter. Und wieder auf Entei. Und Entei ist jetzt echt schon ziemlich angeschlagen. Okay, dann mal folgendes. Nochmal hier Überball. Und sicherheitshalber tauschen wir mal Entei aus. Und zwar für Nachtara. Aber ich hoffe mal, das reicht jetzt auch. Also im Normalfall dürfte es nicht so schwer sein, das Kramurks zu fangen. Oder auch doch. Ich glaube das nicht. Was ist denn bloß los? Auf jeden Fall schon echt bitter. Nachtnebel dürfte jedoch nicht so viel Schaden machen, dachte ich zumindest, aber war doch halbwegs ordentlicher Schaden. Muss ich nicht verstehen. Gut. So, dritter Versuch. Aller guten Dinge sind drei. Das muss doch jetzt mal klappen, oder? Ja, wisst ihr was? Wenn es nicht möchte, dann fangen wir es auch nicht. Ich bin eh schon ein paar übergangen, ein paar Krypto-Pokémon. Und ich werde Kramurks nicht in unser Team aufnehmen. Insofern würde ich sagen, ein Versuch noch. Wenn es dann nicht klappt, dann ist es so. So, aller guten Dinge sind vier. Gut, dann nicht. Das verstehe ich jetzt zwar nicht, warum das so schwer ist, aber anscheinend ist es so.
ist ja fast schon so schwer wie Suicune zu fangen oder wie Entei zu fangen. Das ist echt schon ziemlich... Naja. Oh, Suicune ist sogar besiegt. Tja. Schon nervig auf jeden Fall. Also werde ich nach dem Kampf hier definitiv uns heilen gehen. So. Schade Kramurox, aber... Ist halt so, nicht wahr? Dips, dips. Für dein Alter gehst du aber ganz schön zur Sache hier. Ja, das stimmt wohl. Und sie haut auch einfach ab, ohne was zu sagen. Wie aus Geisterhand hier. Oder wie von Geisterhand, besser gesagt. So, liebe Freunde, da würde ich mal sagen, gehe ich uns heilen und im nächsten Part sehen wir uns hier dann wieder. Und sehen uns hier weiter um. Also bis dahin, macht es gut und ciao.